Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier. Wir spielen hier mal wieder GTA. Ja. Wir sind 9 von 16, naja, das geht schon. Wir nehmen den FMJ. So. So. So, hätte. What the fuck? Die sind fix als Männer in dem Sinn. Schauen wir mal, ob wir das jetzt gewinnen oder mal wieder voll verhauen. So. Ich werde jetzt nicht so wieder so laut sprechen. Der checkt's wieder nicht. Ihr seht, wie gesagt, ich kann nicht so laut drehen. Jetzt mal wieder mit denen noch, dann kommt wieder nicht rumrätschen. Ist der auch so von da vorne? Ah ja. Ich bin wirklich Erster. Ah ja, wie funktioniert das? Da ist aber einer vor mir. Hä? Ah ja. Ja, passt eh. Und irgendeiner wird mir sicher mal wieder eintragen. Ach so, der hat irgendeinen Checkpoint übersehen. Deshalb wird es Sinn ergeben. So. Wie viele Runden waren sie? Ich glaube zwei, oder? Ja, werden wir schon sehen. So. So. Apropos YouTube. Danke nochmal für die 100 Abonnenten. Respekt an euch, dass ihr die 100 Abonnenten geknackt habt. Ah. Ich meine, der fährt jetzt so richtig da eine. Was so schick gewesen, ey. Schaut. Aber gehen solche Penner gehen mal so Marsche. Das ist so richtig solche Arschlöcher. Einfach hundsunartige. Ich meine, das macht man einfach nicht. Ich meine, es kann ab und zu passieren, ja. Dass man den anderen eine fährt. Kann passieren, kann jedem passieren. Aber nicht, dass man einen andrängen muss. Nur weil man so ein. Weil man keinen großen Schwanz hat, braucht man, muss man sich halt da dominieren, in dem Sinn. Arschlöcher, Alter. So. Alter. Ja, den hat so richtig weggefickt, ey, ey. Yeah. Kehrt einmal. Unseren. Ob ich hoffe so viel, dass sein PC einfach abbrennt. Ey man, wieso räumt man den Leuten weg? Das ist einfach asozial. Ich spiele GTA und nicht RTL. Wenn sie RTL war, würde da das eher noch verstehen. Wieso steht da so ein Auto? Hat der da irgendwie den Verkehr nicht angetragen oder wie? Das ist ja so behindert. Also ich glaube, das werden wir nimmer mehr gewinnen. Hat er mal so vom Behaupten. Oder der macht einen Vorfehler und den hat so wie hat's hat's dann so aus. So. So, auf geht's. Die Kurven ist aber echt scheiße platziert da. Hätten sie ein bisschen wieder nach hinten platzieren sollen.
Ja, so. So, auf geht's. Das war. Schauen wir mal, ob wir den zweiten Platz verteidigen können. Hey, schaut eh gut aus. So. So. Oh, nicht rausrutschen, das wäre echt fatal. So, jetzt eine Frage, ob das noch Bock auf Food trifft, also FIFA 16. Ja, das habe ich noch an FIFA 16 habe ich auch auf dem Computer rumliegen. Ja, wenn wir jetzt viele Spiele am Computer haben, die ich fast immer mit zock. Zum Beispiel Fallout 4. Ich sollte das mal wieder zocken, Fallout 4. Ja, so. Oh Gott, komm rum so. So. Jetzt hast du warten, bis dass die anderen nochmal reinkommen, so. Ja, sind die Hügel fertig? 5, 4, 3, 2, 1, 0, yay. Zweiter. No, gut. So. Jetzt müssen wir wieder warten. Naja. So. Boah, was nehmen wir? Bockete auf Stadt oft. Ah, Nachtleben. Hört sich geil an. Haben wir lange nicht mehr gemacht so. Schauen wir mal. So, jetzt heißt wieder warten, 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 warten. Wow. So. Ah, endlich geht er. So. So. Ja, so. Boah, Alter, wie kann man bitte so jemanden verschandeln, ey? So, boah. Auf jeden Fall bin ich der Höchste mit der, also vom Level her. Habe ja auch mit der Xbox 360 angefangen. Da habe ich mich auf 120 hochgearbeitet. Ja, ungefähr 100. Auf jeden Fall 100, Level 100 habe ich erreicht. Aber ich weiß nicht, welche ich nehme. Boah, nehmen wir die. Scheiße. So. Aber Hauptsache jedes Mal muss 10 Jahre warten, bis dass sie die Leute entschieden haben. Und jetzt da geht das so schnell. So. Jetzt sehen wir wieder den. Ah, doch. Und los geht's.
Schau mal, du Wappler, ey, solche Arschlöcher. So ist halt dort nicht so wirklich durch die Gegend schreien, weil das ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. So. Die Strecken bin ich, glaube ich, noch nie gefahren. Glaube ich mal. Ich sag's jetzt mit Vorsicht, ich weiß jetzt wirklich nicht. GTA 5 LSPDFA kommt noch. Nein, ich muss es erst einmal aufnehmen, weil ich habe irgendwie gerade nicht so wirklich den Biss dazu. Weil ich habe lieber gerade immens Bock auf GTA Online. Schreibt es doch einmal in die Kommentare, wie oft. Also Arschloch, wie oft ihr schon GTA gekauft habt. Also doch Hurensohn, ey. Wie oft ihr euch das für gekauft habt. Also zum Beispiel PS3, ich will jetzt keine Konsole benachteiligen, also sagen wir mal Xbox 360, PS4 und PC zum Beispiel. Dreimal oder zweimal oder doch nur einmal. Schreibt es doch einfach in die Kommentare. Ich hab's mir dreimal gekauft. Zuerst habe ich nur eine, also was rausgekommen ist, die Xbox 360 gehabt. Nur eine PS3 habe ich nicht gehabt. Und dann habe ich meine Xbox One gekauft und hab's mir da auch gekauft, weil die Features einfach geiler waren und die Grafik. Und ja, jetzt auf dem PC für knapp 25 Euro. Soll man ein Arschloch sein? Oh Gott. Ich kann das einfach nicht so wirklich gut die Leser abdrängen. So geht's auch. Oh Gott. So. Ja, wie gesagt, also LSPDFA kommt noch. Also da jetzt nicht verzweifeln. Sondern ich bin einfach irgendwie gerade ein bisschen GTA Online Fieber. Ah, was ist mit dem Moped los? So. So, und let's go. Schauen wir mal, ob wir gewinnen oder nicht. Ich bin diesmal eh noch ziemlich ruhig, weil ich hab mich ja schon anders erlebt. Wo ich durch die Gegend geschrien habe, weil ich so ein Hunsen da mir einfach rauswirft aus der Map. Also rausdrängt. Aber irgendwas hat der Kollege da mit seinem Internet. Weil mit an meinem Internet kann das nicht liegen. Außer irgendeiner sagt mir, dass 5 Megabytes pro Sekunde zu langsam ist, dann weiß ich es auch nicht. Weil bei 50 Mbit im Download. Und ich glaube nicht, dass das zu wenig ist. Oh Gott, komm, zieh. Ja, wow, zweiter neue. Bis deppert, das war knapp. So. So. Was, wo fährt der hier? Die interessiert das, glaube ich, gar nicht. Zweiter, ja. Boah. War echt geil.
6.500. Ja, passt schon. Passt schon. War jetzt nicht so schlecht. Der bekommt einfach gar nichts. So, was nehmen wir noch? Stadtluft. So, jetzt darf man wieder warten und ja. So. Was ich noch vergessen habe zum Sagen ist, es hat ja mal bei Rockstar geheißen, dass man seinen Online-Charakter noch einmal übertragen kann. Also, das heißt, von PS3 ja, auf Xbox One oder PS4 oder sowas. Also. Oder PS4 auf PC oder sowas. Aber wie beim Jutz funktioniert, dass ich von Xbox 360 auf Xbox One übertragen kann und von der Xbox One auf dem PC übertragen kann. Naja, passt eh. Also ich beschwere mich nur, aber es komisch vor, weil Rockstar ja gesagt hat, dass ja, dass man es nur einmal übertragen kann, aber bitte. Ah. So. Ist ja sehr teuer, Wahnsinn in der Nacht. Ist ja chillig. Nein, ich muss sagen, also in der Nacht zum Zocken ist einfach voll chillig, finde ich. Erstens, Internet funktioniert einmal Spur besser. Ja, weil einfach weniger Leute im Internet sind. Und Piepsstimmen hast du eigentlich nicht. Na gut, ich hab's eigentlich eher übertragen, was mir am Arsch gegangen ist. Aber. Den habe ich gar nicht damit getan und sollte mal. Fahren wir mit dem. So, schauen wir mal, ob wir mit dem das gewinnen. Kommt auch zu einer auf die Idee mit dem Kuruma. Vorteil davor ist, der Schwarz am Wegdrängen, aber voll die Frittenzicke da hinten. Ne? Gott, der Untersteuern des Todes, ey. Ey, der kommt überhaupt nicht um die Kurve. Ne? Naja, wird wohl heute auch nicht so gut werden. So. Aber Vorteil von dem ist, man kann da nicht so leicht abdrängen. Weil er doch etwas gepanzerter ist. Auch schön modelliert von unten. Muss man schon sagen. Wow. Oh, das schaut so groß aus, ey. Was hat der da genau hinter das? Ach du Scheiße, bekommt der da ein Speed drauf, ey. Oh Gott. Oh, gefangen. Alles klar. Kuruma Power. Alles klar, ja. Da ist einer gerade mit Vollgas gegen die Bande geknallt. Aber der hat aber eine immense Airtime, ey. So. Ich habe mir jetzt so als Abo Special, also als 100 Abo Special, überlegt, ein 10 Fakten Video zu machen. Passt eigentlich nicht zu meinem Kanal, aber naja, ist ja was Besonderes.
Weil ganz ehrlich, ich weiß immens nicht wirklich, was ich machen soll. Wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt es doch einfach mal in die Kommentare und ich schaue es mal an, ob mir das so passt. Weil es ja ein bisschen zum Kanaldesign passen. Ja, ein bisschen Panne Schminktipps zu machen auf dem Game-Kanal. Aber auf jeden Fall irgendwie macht es mit dem immens viel Bock. Untersteuern tut er, aber Airtime ist immens gut. Und außerdem Beschleunigung macht eh viel Wecker. So weit springst du eigentlich gar nicht. Aber wenn wir Zweiter wären, wäre es echt extrem geil. Schön, da wären wir 2 Runden oder 3. Okay, 2 Runden. Das noch holen. Zweiten Platz. Ja, wieder wie immens schwer. Weil das Problem ist, die Drahts da auf der Map immens schnell. Aber vor allem untersteuern da wieder. Ich weiß nicht einmal, was der für einen Antrieb hat. Ich weiß nicht. Jetzt haben wir die Heck. Aber naja. Das Problem am Heck. Viel PS auf der Hinterachse. Kann nicht so gut werden. Weil da untersteuert da immens. Ja. Kann schon sein. Ha, gibt er die Airtime. Genau ist der fast. Ah, das war gerade das, was ich meine. Aber dafür ist die Beschleunigung echt gut. Er schaut so, wo ich land und wo der landet. Gut, der hat ein bisschen versetzt, aber ja. Aber der Vorteil vom Kuruma. Den kannst du nicht so leicht abdrängen. Oh, scheiße. Ich wollte das eigentlich gar nicht. Der ist mir ein bisschen am Arsch gegangen. Warum bekommt der da den Spawn, ey? Das ist so. Oh, scheiße, im Job und so, ey. Warum macht der das Licht da drauf? Stromsporn. Naja. Hab doch nie ein Licht brennen lassen. Zwei Plätze. Schaut's, wo der gelandet ist und wo ich gelandet bin. Aber der könnte noch gefährlich werden. So. Also, ich hab's recht scheiße verschissen. Echt scheiße verschissen, ah ja. Arschloch, ey. Fahr mal nicht in die Karre rein, sonst knallt's. Na, du. Na, fuck it. Oh, das kommt davor. So, jetzt müssen wir wieder den anderen zuschauen. Und irgendeiner macht wieder voll den Bock Mist, oder? Nein, nicht einmal. Oh, wieder hat's ins Zug geschafft. Ist eh einmal viel. So, ich darf einmal sagen, das war's mit dieser Folge Let's Play GTA Online und wieder mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Flo.